In der bayerischen Abiturprüfung 2021 mussten die Prüflinge diese Gleichung lösen. Und das Vorgehen bei einer Bruchgleichung ist immer dasselbe, dass du erstmal versuchst, diese Nenner wegzubringen. Ja, und wenn durch den Bruchstrich hier geteilt durch 8a steht, rechnest du halt auf beiden Seiten der Gleichung erstmal mal 8a. Dann fällt nämlich hier links der Nenner weg und es bleibt a hoch 3 minus 16 zurück. Ja, und auf der rechten Seite 3 Achtel mal 8. Das Achtel kürzt sich damit und es bleibt nur noch 3 zurück. Und a Quadrat mal a ergibt eben a hoch 3. Und vielleicht ahnst du jetzt schon, wie es weitergeht. Wir können jetzt hier dieses a hoch 3 mit minus a hoch 3 rüberbringen, in Anführungsstrichen, und erhalten minus 16 ist gleich 2a hoch 3. Wenn du jetzt noch durch 2 teilst, weil hier mal 2 steht, erhältst du minus 8 ist gleich a hoch 3. Und jetzt ziehst du die dritte Wurzel. Im streng mathematischen Sinn ist das nicht ganz richtig wegen dem Minus, aber in der Schule ist das okay. Und du erhältst dann a ist gleich minus 2. Und das war Mathe mit Nick.